きますはしゃげおしゃめガール We got power ドラゴンボールぜえ。Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir gehen auf dem Weg Vegeta. In der letzten Folge haben wir schon mal uns Barbie die Schiff genähert und ja, dann kam dieser Dämon raus, hat Kaioshins Diener. Ich glaube, ich habe da falsch gedrückt. Erstmal essen. Warte mal, ich will mal sehen. Los, fresst mal, Leute. Wir haben einen harten Kampf vor uns. Ach man, man sieht ja überhaupt nichts, ey. Bloß 1% auf Key-Abwehr. So, keine Ahnung. Gut, ja. Wir haben uns schon Barbie das Schiff genähert. Dann kam dieser Dämon raus, hat den Diener vom Kaioshin Kibito einfach weggepustet, dann hat er noch Krillin und Piccolo angespuckt. Die sind zu Steiner Start, weil er so ekelhaft war. Und ja, jetzt müssen wir da rein und uns um Babidi persönlich kümmern, weil das geht so nicht. Du kannst nicht einfach rauskommen und irgendwie unsere Freunde anspucken. Ich meine, komm schon. Und ja, ja, ich guck noch mal nach, weil ich voll paranoid bin. Nee, wir haben nichts mehr. Gut. Dann kommen wir jetzt rein und die Story fortsetzen. Ein paar Story Nebenquests haben wir auch natürlich gemacht in der letzten Folge, aber ja, das ist nicht so wichtig. Ein verdächtiges Duo infiltriert das Dschungel und der Kaioshin Kabito nehmen Verfolgung auf. Song Gohan und die anderen treffen sie und erfahren von dem bösen Zauberer Barbie, die da voll rein schön. あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな。俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビリー様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。ああ、 ああ、ベレにさ、おんにしてやねえんかって、じゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか？ 当然だ。あんなやつ一人で十分だろ。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。 さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと。宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。え、レートしまいコントローラー。 何が起こったの？どこ？バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。Warum weiß der eigentlich von allen hier Bescheid, ey? Ah, und ich mach dich trotzdem fertig. Ich muss mal ein paar neue Angriffe ausprobieren. Pui pui. Also selbst dieser unwichtige Kampf ist hier drinne, aber was ist das? Also Kämpfe wie, weiß ich nicht. Wie weit habe ich mich gesperrt, was hier noch fehlt hat.
Buff Trunks gegen Perfect Cell. So. Oh, das sieht schön aus. Ich kann nicht mehr bewegen. Ja, wir müssen den Boden auf mit dem Typen übrigens, ne? Nur so nebenbei. Ja, und Endlichkeitsbreaker haben wir noch nicht. Das ist eigentlich nur hier so eine Versuchskaninchen für meine neue Attacken. Der Angriff kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Soll jetzt irgendwie eine Anspielung zu was war. Ist alles mal gut. Ich feg dich einfach aus dem Universum mit dem Angriff. Ich meine, schon immer der Final Flash ist wahrscheinlich einer der stärksten Angriffe im Dragon Ball. Und die Kick-Kanone. Wenn man so darüber nachdenkt, jetzt stelle ich mir einer vor, so Charaktere wie Son Goku und Vegeta können die Kiko-Kanone. Ich meine, Tenshinhan hat sogar geschafft, zweite Form Cell damit aufzuhalten, nicht Schaden zu machen. Jetzt stelle ich mal vor, wenn jetzt noch stärker Charakter mit der Fähigkeit ankommt, ey. Ja, noch zwei Level höher. Ja, das war es übrigens mit Pui Pui. Ich habe den an die Brust gepasst, gepackt und dann weggefegt. Das sieht so erotisch aus, wie hat Vegeta im Anime gemacht hat. Der packt ihn so ganz langsam an der Brust und dann feuert er einfach seine Ladung ab. So hat da jetzt gerade keiner gestanden, ne? Da kann auch stehen so. Warum sind die so stark? Ich dachte, Kaioshin war so badass, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Kurzer Typ, Afro, komische Kleidung, hat die ganze Zeit ein Rape-Face auf dem Gesicht. Dann sieht er, was die ganzen Z-Fighter alles drauf haben, und denkt sich, oh Gott, die sind ja voll krass. Hallöchen. Magische Bestie des dunklen Sterns, Jakon. Ich wusste sogar noch, wie der heißt. Gut. Oder das Sakon oder so sagen. Oh mein Gott, der ist voll Imba. Pass voll auf, ey. Der reißt dich in Stücke. Ich habe schon gefragt, wie der Kampf gegen dem aussehen würde. War die Stimme von Zorro? Da habe ich mir jetzt nur eingebildet. Verdammt, habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Nee. Machst du auf den ersten Blick? Obwohl. Nee. Hört sich aber so ähnlich an, wenn ich gleich bin. So, irgendwas habe ich die ganze Zeit so unter meinem Gesicht so irgendwie irgendwas geht runter oder irgendwas geht hoch, irgendein Wert. Nee, das ist nicht sauer, aber die Stimme kenne ich irgendwo, ja. Oh Gott. War ich mich in Super Saiyan, so. Mache ich ein bisschen Licht hier in dieses Gebiet. In meiner Aura. Vegas, was ist da für eine Stimme? Die kommt mir voll bekannt vor irgendwie. Keine Ahnung, es gibt immer so Schreie von irgendwelchen Leuten hier. Dieser eine Typ, der so... Boah, wie heißt er nochmal? Ikako? Dieser Glatzkopf-Typ hier von Bleach. Den erkennst du auch überall wieder. Schon wieder schreit irgendwie ein Charakter in der Tales of Serie,
der japanischen Version hatte auch die Stimme von denen. Ich habe sofort am Schrei erkannt. So. Ja. Und irgendwie genau gleich habe ich jetzt auch so gerade. Ich weiß jetzt noch nicht was. Wahrscheinlich voll offensichtlich oder so, ne? So, erstmal, wenn ich mal meine neuen Attacken ausprobiere. Oh, boah. Die Classic Genki-Dama. Also eigentlich nicht, aber au. Ja, der gibt schon irgendwie krass auf die Phrase. Beim den seine Angriff tun meine Abwehr irgendwie voll schnell durchbrechen. Oh, sehr gut, ich war einfach kreis gedrückt. Okay. Super kam ja, ja halt schon vorher, ne? Den Typen habe ich übrigens auch noch nie in Japanisch gehört. Genau, und der Kampf hat mich nie so interessiert irgendwie in der Serie. Jetzt kein Dings einsetzen, ehrlich gesagt. Muss jemand, glaube ich. Da, so. Erstmal broken. Ey. Ich habe mich nicht hinter dich teleportieren eigentlich. Du hast meinen Super Saiyan ausgeblasen. Wenn er zum Goku ihn ja besiegt, der hat dann einfach Super Saiyajin Licht hier absorbieren lassen. Da kam noch ein Angriff. Irgendwie hat er mich aber nicht getroffen. So, jetzt frisst das. Ja, so Licht. Gott. Ich hab's nicht erlebt. Auch hier. Was? Er hat sich geheilt. Aber du hast halt geschluckt. Das kann der auch. Ja, ich macht Sinn, aber trotzdem hat er die ganze Zeit auch gar nicht gemacht. Ey. Jetzt kommt er auf einmal mit sowas. Boom. Klatsch und zack. Oh Gott. Ich muss dann noch was kommt. So. Das gibt's nicht. So, jetzt noch mal. Und tschüss. Der Kampf war gar nicht mal so einfach, ey. Ja gut, jeder Charakter kommt hier dran. So wie es ja sein sollte, ne? Wenn du Teil der Dragon Ball Z Story sein willst, aber die Gegner, die Charaktere sind einfach viel zu imba. Ja, Schausan auch nicht mal Jimbo. Was? Okay. Der letzte Kampf, der war schon übel. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss jetzt. Da, Yakumo Taoshi, Kokomade Koraletano, Ningen, Toshteo, Taishta, Monoda, Sechtek, Tosra, Yeri, Hometearzo, Naga, Kokomade, Datana,
Die Majin-Wiederbelebung. Und ja, da ist auch die Vorschau-Musik von der Majin Buu-Saga. Ist mir voll aufgefallen. Nein. Songorn und seine Freunde entern Babis Raumschiff und seinem Plan zu weiter Majin Buu wieder zu leben. Sie werden von Babis Schergen erwartet, von denen der letzte Drabare ist, der König des Dämonenreichs. Hohoho. Ho. Ja, das ist klar. Und lass mal sehen, wie das hier abgeht. Sehen gut nicht ihr Hauswerkgebiet gegen das, wer gegen das Songwon gegen da war gekämpft hat. Okay, macht Sinn. So. Nachher sind alle. Das ist Son Goku auf dem gleichen Stand wie. Na gut, egal. Geh zu Dabra und vernichte ihn. Besiege ihn. Haben die nicht in so einem Gebirge irgendwie so gekämpft? Sie passt irgendwie gar nicht so. Au. Ich mache schon Schaden. Aber nicht nur zweifache Super Saiyajin. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Kampf wird einfacher als der letzte. Außer der hat wohl gleich auch noch sein Schwert raus. Er hat doch ein Schwert irgendwie, ne? Bro. Nein, jetzt hat er sein Schwert rausgeholt. Au, dafür ja. Na. Da war sieht auch schon irgendwie so aus, als könnte irgendwie bald nicht so ein Hauptbösewicht sein, ne? Ich so ein Gefühl. Da bin ich mir halt nur ein. Nein, direkt vor meiner Nase. Der blockt. Ja, das gibt's nicht. Warte mal, warten die schon immer? Warten die schon immer im Spiel drin? Was jetzt zum ersten Mal? Irgendwie nicht, der ist einfacher als Jakon. Viel einfacher. Ja, oh, meine Klamotten. Der Typ ist ja ungefähr so stark wie Cell, ne? Hat, glaube ich, Vegeta mal gesagt. Warum ist er an am Lachen?
ご飯が。ビーデルは展開地武道会会場へと引き返していると途中であった。ビーデルさん、あ、ゴーテン君、なんでこんなところに？うん、タンクス君がみんなを追いかけよって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて、 Wieder und Trunks haben die gleichen Schuhe an. その頃、ご飯とダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんな遊びはどうでもいいんだよ。 俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早くケリをつけたいんだ。そのために、あんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる？ 違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなの、ダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば、 十分こちら側に引き込めますぞ。そうか。同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。え、マインターボー、ブー、ステムソンゴーコーね。よくわかりませんが、自分が戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったって。 見つかった？見つかった？ちゅうのはどういうことだ？はっ、使わせてもらうぞ貴様を。はあ、やはりそうか。 Nein, das war überhaupt nicht nett, Vegeta. Nette Gedanken. ベジータさん、あんな奴に操られないで。
ちょっと。しまった。いいぞ、いいぞ。では、いいところで戦わせてやろうか。 Vegeta hat Erfahrungspunkte bekommen. Er ist auch schon der Stärkste von allen. Babidi kontrolliert Vegeta mit seiner dunklen Magie und macht ihn zu einem unbarmherzigen Mörder. Er fordert zum Goku raus, der gegen den mächtigen Prinz der Saiyajin kämpfen muss. Hey, so weit sind wir noch gar nicht. Okay, ja. Weil sie gedacht hat, Vegeta war schon lange gut. Nee. お、ちょ。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。 まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。よ。逃げろ。 ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビリーの思うつぼエネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。 君を本気を出させるため、わざとバビディの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。 そんなことで、たったそれだけのことで、こんなバカなことを。バカなこと、バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながら、この俺を抜いたんだ。 圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、アビディ、誰もいない場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。お待ちなさい。 どうしても対決したいというなら、この私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。で、ボナフェルス・ベロス、sehr erleichtert。さあ、さあ、さあ。 Klingt voll putzig, wenn er hat. Wird gar nicht mehr so in Erinnerung. あなたたちは心置きなく対決なさい。私とソン・ゴハンさんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ
復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあやれやるんだ。断る。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね、海王神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ、言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても、誇りだけは思い通りにならんぞ。Legendäre Worte. 信じられない、バビディに支配されながら逆らうこともできる人間がいるとは。Ich glaube, du hast so vieles nicht irgendwie bedacht. Es gibt alles ein erstes Mal, wie die. Du hast so viel Zeit, dass du。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて、魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、おようこそ。お、ハルシェン、あ、geh zum Majin Vegeta. Okay, ja, ich glaube, wir können einfach. Ach, ist das von dem Essen oder was? Dieser 1% hoch. Wie lange hält denn das? 2 Minuten, okay. Ich muss schon sagen. Das ist ganz schön lange, ey. Bin ich gerade. Ich nehme jetzt mal an. Okay. Widerhall des Bösen. Oh, der legendäre Kampf geht weiter. So, Moanka, Kakarot.おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくね。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。 Zweifacher Super Saiyan。 Plot Twist。Wie geht das auch? Ein zweifacher Super Saiyan. Alles klar. Okay, wenn ich mich so darüber. Hat jetzt eine höher als ich. Wenn ich mich zurückdenke, Vegeta war einer der stärksten Bosskämpfe damals. Also, ich hoffe, das wiederholt sich hier nicht wieder. Und direkt hier. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass zweifacher Super Saiyan irgendwie noch eine bessere, dass man ein bisschen besser erkennen kann, dass man zum zweifachen Super Saiyan geworden ist. Ich meine, ja, die Haare werden noch ein bisschen stacheliger. Man bekommt immer diese Strähne in den meisten Fällen. Bei Son Goku und Son Gohan ist das, glaube ich, so ein bisschen.
Aber Son Gohan, Vegeta kann man nicht wirklich irgendwie erkennen, wann die zweifache oder erste Super Saiyajin sind, deswegen. Ja, okay, Blitze sind immer um einen herum, wenn man stark genug ist. Wenn man als zweifacher Super Saiyajin hat man Blitze um sich herum, aber später kommen dann auch irgendwie welche, die verwandeln sich und haben trotzdem Blitze um sich. Und zwar in normalen Super Saiyajin Form oder irgendwie sowas. Hätte eigentlich so sein müssen wie bei Son Gohan, als er gegen Cell gekämpft hat. Als Super Saiyajin verwandeln werden die Haare einfach nur Gold, als zweifacher Super Saiyajin stehen sie ab und ja, da wäre doch eine perfekte Lösung gewesen. Aber halt wird ja bei Vegeta wieder kein Unterschied zu sehen sein. Dann auf Urknallattacken auf mich zu werfen. Ich nicht weiter angreifen. Ah. Und sagst du die ganze Zeit irgendwas, aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren gerade. Jetzt ist der Kampf nicht so schwierig. Ja, ich bin. Der spammt jetzt die ganze Zeit wieder Urknall-Attacken, wie blöde. Ich konnte damit ein Kamehameha. Gott. Viele angeflogen kommen, ey. Voll gruselig aus, ey. Mein Gott, der Kampf ist voll knapp, ey. Komm her. Zu früh. Leichter Konter. Warte, mach mich fertig. Ah, kann während der Abwehr eine Sensorbohne einsetzen. Wieso kleiner Mistbengel, ey. Bonk. Okay. Ich hätte einfach keinen Bock, den Kampf noch mal neu zu machen. Ich wollte ihn zwar fair belassen, aber trotzdem. お互いかになっていく自分が俺とも悪者も家族を持ち悪くない気分だった居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだだから元の悪人に戻る必要があったんだおかげで今はいい気分だぜ 本当にそうか。Währenddessen nehme ich an, ne? Ich überlege gerade, was Neues passiert ist. So in den Momenten ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Vor der Erweckung, ne? Babidi schickt in der Zwischenzeit seine Schergen an die Arbeit, um Schäden an Majin Buus Ball zu verhindern. Da, da, da.
Nein. Selbstverständlich nicht. Gott verdammt, Son Goku, Vegeta. スーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だからそのダメージもものすごい。出る。マジンブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。 Und da kommt er. Kalapuda. Sonne hat zwar nein. Dete koi. Dete koi tara. Majimbe. Zannen datta na Babidi. マジンブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せばバビディの野望は完全に消え失せるのです。凄まじい気が膨れ上がっている。これは。 Legendärer Majin, Majin Buu. Und ja, da ist er. Was uns der Kaioshin die ganze Zeit vorgewarnt hat. Der böse Majin Buu. Na klar. Majin Buu nano desu ka? そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい。めっちゃ怒りしてる。あいつがマジンブーらしいぞ。お、あんなやつが。あ、はい、マジンブー。僕はお前を作ったビビディの子供のダビディって言うんだ。 たまに封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ。挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかはわかりませんが、失敗してしまったようですね。 やっと現れたと思ったら頭もパワーもマヌケヅラの生ゴミだ。カチーン。なんだこのダーブル様とやろうってのか。人類最大の危機。Majin Buu, der schreckliche Dämon der Zerstörung. Oh, mitten in die Fresse.
しい。すごいぞ、魔人ブー。あ、上がった。魔人ブーの気が爆発的に上がった。強い。強すぎる。信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し、魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことなら、あなたたちのように人間でありながら、これほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って、さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。Okay. Na, dann mal los. Jetzt hat die Okuake nicht mehr kann. So, ich würde aber sagen, ich würde die Party beenden, ne? Ja, ich würde sagen, ich beende die Party hier, weil ich habe so ein Gefühl, da wird noch eine Menge kommen, wenn wir uns hier Majin Buu stellen. Und ja, Majin Buu kann man nicht entkommen. Nun ja, ich würde sagen, ich bin bei dir. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier mit den Kampf gegen Majin Buu, oder der Kampf gegen Majin Buu fängt an. Und ja, würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Thank you.